Oktober. Wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief? Was? Stimmt mit Ihnen? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Na los, na los! Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zu denken! Du, Daniels! Sie und der Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht! Feuer! Daniels, über zum Feld hin! Ich bin unterwegs! Mann Willen. Werden beschossen. Er bitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over. Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell. Ziehen Sie Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Pax reißt uns in Stücke. Over und out. Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Robson, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, cool. Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Robson, Bewegung. Völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Sie sehen das sicher anders. Panzer schränkt rum! Alle da! Bereit machen zum Feuer! Krautinfanterie einen Block weiter. Schusswechsel. Sie greifen unsere Jungs an. Feuer freigegeben!
Hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Na los, den Hügel rauf! Repariere, was noch zu retten ist! Wir haben das Ganze in der Nähe. Ausschalten wir aufs Theaterfeuer!
Panzer! Turners Truppen scheint in der Scheiße zu stecken! Da ist ein deutscher Panzer! Diese Panzer müssen sofort ausschalten! Ich blicke aufs Maul! Ich glaube nicht, dass sie noch mehr aufhalten! Feindlicher Panzer zerstört! Feindliche Fahrzeuge nähern sich! Ausschalten! Wir danken für die Hilfe, Sir. Deckwood White, Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher. Ich brauche Ihre Position. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Sehen Sie komische Dinge? Herr Yellow, ich brauche Signalrauch. Warten wir doch lieber auf ein Ziel. Die Augen hoch! Auf die Fenster achten! Die Fassaden im Auge behalten. Irgendwas stimmt nicht. Das ist so. Wo sind Sie, Sergeant? Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Sehen Sie komische Dinge? Keine Feinde in der Nähe. MG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Halte durch, Kumpel! Halte durch, Kumpel! Geht's gut! Danke! Immer weiter! Hinterhalt! In Deckung! Jedenfalls nicht zurück auf die Straße! Diese Mauer sieht instabil aus. Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei! Verbandkasten, Daniels! Den Werfer einsetzen! Zurück! Daniels. Alles sicher! Keine Treppen! Wir können jedenfalls nicht zurück auf die Straße. Diese Mauer sieht instabil aus. Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei. Verbandkasten, Daniels. Den Werfer zurück. Da bewegt sich was. Halten Sie den Schuss. Ausschalten. Ich könnte Munition gebrauchen, hier, Sir. Private. Immer weiter! Daniels, ich habe Rauch und Granaten, wenn du bereit bist. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Hier. Ist der Signalrauch bereit? Sicher, wachsam bleiben. Da ist sie, Jungs. Die
letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja, Sir. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern, dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor! Los jetzt! Wachsam bleiben! In diesen Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Daniel, ich habe auch einen Granaten, wenn du bereit bist. Wirf mal rüber! Die sollten reichen! Wir sind sicher! Vorrücken! Wachsam bleiben! Daniels, wir brauchen nochmal den Werfer! Nicht hinter mir stehen! Kann nicht sehen! Deutsche gegenüber! Aushalten! Der Weg ist versperrt! Wir müssen die Deutschen aushalten! Oh, ich kann sie nicht sehen! Und schreiben! Wir brauchen nicht den Weg! Feuer bereit machen! Da kommt noch mehr! Tampe runter! Sammeln. Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir! Die Tür ist blockiert! Wir müssen uns durchquetschen! Sieht verdammt eng aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Daniels, Sie sind dran. Jetzt wieder! Rechte Seite! Alle zu! Danke! Da sind überall Deutsche! Da drüben. Durchbleiben, bis wir sie angreifen. Hab hier einen Verbandkasten. Okay, Bewegung. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Rüber damit! Fang! Die Treppen runter. Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Aiello, die Bremse lösen und lenken. Alle anderen, Rücken ran und schieben. Verstanden. Daniel, Sie brauchen Hilfe. Ah,
Engländer, Bastard! Greifen Sie den Takter. Er hat noch Benzin, die Batterie funktioniert. Wir brauchen ein Transportmittel. Lieutenant, ich kann ihn überbrücken. Ja, große Überraschung. Halt's Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Bereit machen, Jungs. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Haltet sie alle auf, klar. Weg da! Bewegung! Wir müssen das Foyer sichern. Saspen nach rechts. Ayello nach links mit dir. Nein, erster Stock mit dir. Rüber damit! Kommt geflogen! Wir machen das an. Alle Mann zu Turner! Sergeant, wo sind Sie? Daniels, ich hab Munition. Das zweite Platoon sichert die Obergeschosse. Keine Feinde in Sicht. Wir müssen den Keller sichern. Mir nach! Wirf mal rüber! Hier sind Sie! Dicht zusammen. Ich könnte Munition gebrauchen, Sir. Bitte, Sir Private. Hey, Stiles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Dann jetzt die Tür. Licht an. Ich will gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, 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 wow! Schon gut, schon gut! Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns! Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir! Sie sollten sich das mal ansehen. Oh, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie an. Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frag mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sussman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sarge. Na, auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Jetzt heißt es wohl du und ich, Daniels. Seit wann versteht sich Sussman so gut mit Deutschen? Was Sussman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Vergangenheit. Unfassbar, dass wir uns um ein paar Deutsche kümmern. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht jeden retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Da ist der Laster. Komm schon! Okay, braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay, gebe Deckung. Bewegung in den Gebäuden auf der Anlage! Feindliche Truppen! Verkehrt der Anzug!
Deckung! Sie rücken von Norden vor! Kontakt, 11 Uhr! Du hast es geschafft! Danke für die Deckung! Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu! Der Trupp muss das erfahren! Wir müssen die Leute hier rausbringen, schnell! Das oder uns hier verschanzen! So riskant! Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten! Dafür ist es zu spät! Beeilung! Pearson hat recht, Daniels! Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern! Das sind Zivilisten, sie brauchen unsere Hilfe! Durchfahren und auf der Straße parken! Ja, Sergeant! Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus! Bewegung! 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 So, wir müssen hier weg. Verstärkung sind gut. Auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Anna! Halt! Wo willst du hin? Meine Schwester! Ich muss zurück. Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben. Wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los! Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht! Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Scheiße! Scheiße! Anna! Ich muss Anna finden. Sie muss hier irgendwo sein. Anna! Hallo? Sie ist nicht nach oben gegangen. Hey, Kleine. Komm, bringen wir dich zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Komm her. Du kannst nicht entkommen! Alles gut. Kasper, nein! Versteck dich! Den Keller durchsuchen! Ich beschütze dich. Kasper! Wir euch gesichert! Ich will Erika! Wir sind nicht allein! Hey!
Du machst das toll. Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Hier! Ich habe etwas gehört! Scheiße! Kaspar! Nein! Kaspar! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich will eher runter. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus. Du wirst es schaffen. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Ich bringe uns hier raus. Ich hab dich! Ich hab dich, Anna! Das machst du toll! Nur noch ein kleines Stück! Scheiße! Rika! Ziel auf 6 Uhr! Du musst die verdammte Macht verschwinden! Keine Sorge! Ach, ist sie uns nicht echt? Räum dir hier auf! Laubfresser zieht sich zurück! Das Foyer ist so gut wie gesichert! Das Hotel gehört fast uns! Daniels! Hier rüber! Foyer gesichert! Wir haben das Hotel... Anna! Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier kommen Sie alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie. Das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserine. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Allen gut? Alle vollzählig! Daniels, warten Sie, ob einer von denen das Ding fahren kann. Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los. Achtung! Sie haben den Truck beschossen! Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle Mann zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Wir haben Aachen gesichert,
einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab.